Maggi-Mittwoch. Strudelpäckchen mit Ei und Kresse-Dip. Hallo und herzlich willkommen bei Maggi-Mittwoch. Ich bin Isabella. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wir starten in den März mit einem neuen Monatsthema. Denn diesen Monat dreht sich alles bei uns um das Thema Snacks und Fingerfood. Und dann kochen wir heute etwas ganz Besonderes, einen meiner Favoriten, nämlich Strudelpäckchen mit Ei und Kresse-Dip. Natürlich habe ich auch ein bisschen Verstärkung mir dazu geholt, dass ich das nicht alleine machen muss. Und zwar haben wir heute ganz neue Gäste dabei. Wir haben ja einen neuen Monat, das heißt immer neue Gäste. Und heute haben wir dabei Emra, Farina und Sandra. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich zeige euch ganz kurz, was wir für das Rezept heute brauchen. Und dann starten wir auch. Ihr könnt euch dann gleich nochmal vorstellen. Also ich habe mir hier alles schon mal bereitgestellt. So, wir brauchen ein paar Frühlingszwiebeln. Ich habe hier 3 Stück, die reichen eigentlich. Dann haben wir hier ein bisschen frische Kresse für unseren leckeren Dip. Ein bisschen Sesam kommt später auf unsere Strudelpäckchen obendrauf. Eine frische Limette, da brauchen wir den Saft. Dann haben wir hier noch 5 Eier, am besten schon gekocht. Dann geht es noch ein bisschen flotter. Ansonsten könnt ihr die einfach direkt jetzt schon mal aufstellen. Dann haben wir hier gemischtes Hackfleisch. Und für unseren Dip den Joghurt. Ich habe hier so einen griechischen Joghurt genommen, der hat 10% Fett. Der eignet sich dafür eigentlich sehr gut. Und dann hier noch unser Fix für Hackbraten, kommt dann an unser Hackfleisch gleich. So, ach ja, ganz wichtig natürlich noch unseren Jufka-Teig. Ich packe den mal so ein bisschen aus, so sieht der aus. Ich schlage den wieder ein, weil der trocknet sehr schnell aus. So. Und wir starten einfach mal, indem wir unsere Eier schälen. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe die jetzt schon mal gekocht, damit das Ganze ein bisschen flotter geht. Ansonsten setzt ihr die jetzt einfach direkt schon mal auf. So. Ach ja, bevor ihr die schält, könnt ihr auch schon mal direkt euren Backofen anschalten. Da kommt ihr dann gleich das Blech rein mit unseren Strudelpäckchen. Am besten so auf 170 Grad Umluft. Dann ist es auch schön heiß, wenn unser Blech reinkommt. So, während ich die Eier schäle, das ist nicht ganz so spannend, könnt ihr euch vielleicht schon mal vorstellen. Hi, Farina. Hi, ich bin Farina. Ich habe meinen Diener Alex noch. Hi. Also Alex. Hi, Alex. Sehr praktisch. Wir haben gerade nichts zu tun. So, also meine Eier sind auch schon geschält. Wir machen einfach direkt mal weiter mit den Frühlingszwiebeln. Nicht, dass Farina und Alex langweilig wird. So, also die Eier lege ich einfach zur Seite. Ich habe jetzt hier 3 Stück, da schneide ich einfach oben so diese getrockneten Blätter, die schneiden wir so ein bisschen ab. Und ansonsten kann man wirklich alles von dieser Frühlingszwiebel verwenden. Also viele Leute schmeißen auch oben die grünen Blätter weg, weil die sagen, die finden sie nicht so schön. Aber gerade unten diese grünen Blätter, die haben am meisten Vitamine und Spurenelemente, sind also echt sehr lecker und gesund. Die nehmen wir auf jeden Fall auch und schneiden die einfach in Ringe. Das kommt nämlich in unsere Hackfleischmasse später rein. Es gibt noch mal so einen schönen Geschmack ab, ein bisschen Zwiebelaroma. Und sieht auch fürs Auge schön aus, wenn da immer noch mal ein bisschen was Grünes mit dabei ist. So, dann haben wir ja auch noch die Sandra in unserer Runde. Hallo Sandra, stell dich doch mal ganz kurz vor. Hallo, ja, ich bin Sandra, ich komme aus Hannover und ich koche gerne, weil ich auch in der Gastronomie arbeite und täglich viel mit Essen zu tun habe. Ach, sehr schön. Ja. So, also ich mache das jetzt für die Hackfleischmasse einfach alles in eine große Schüssel. Frühlingszwiebeln rein, dann das Hackfleisch werfe ich auch einfach mit da rein. So. Und dann habe ich hier noch Wasser. Wir brauchen so ungefähr 125 Milliliter, habe ich mir schon mal abgemessen. Das schütte ich auch einfach da rein. Und dann kommt hier noch unser Fix rein für Hackbraten. Dass das Ganze auch eine schöne feste Masse wird, die dann gut hält. Das Ganze wird ja um die Eier außen rum gewickelt quasi. Die Eier werden darin eingepackt und so hält das Ganze dann einfach schön zusammen. Also ich muss mich jetzt outen. Ich habe mir hier Handschuhe hingelegt, weil ich mag das absolut nicht mit den Händen in dem Hackfleisch so rumzumanschen. Ich mag dieses Gefühl irgendwie nicht. Deshalb habe ich mir einfach mal Handschuhe genommen. Könnt ihr natürlich gerne auch machen, ansonsten mit den Händen. Das ist einfach nur so ein Eitelkeitstick von mir, aber macht das ruhig richtig. So. Seid ihr auch schon soweit, meine Lieben? Emra, alles klar? Sandra knetet fleißig. Emra, wie weit bist du? Also ich rühre das jetzt um und ich mache das auch nicht mit den Händen, aber ich mache es löffel. Auch wunderbar, genau. Geht genauso gut. Du, Farina, ich habe
gelesen oder gesehen, dass du ja Vegetarierin bist. Ist es richtig? Nö. Nö, stimmt gar nicht. Nee, aber Alex ist vegan. Oh, ja, das ist noch schwieriger. Dann werde ich etwas Fleisch berühren. Okay. So, also am besten ist es, wenn man das Hackfleisch in so 5 Portionen ungefähr teilt, weil wir wollen ja die 5 Eier im Hackfleisch quasi verpacken. So, ich teile es jetzt einfach so ein bisschen auf. Also es muss ja nicht aufs Gramm genau sein. Hauptsache, die Eier sind später quasi ein bisschen vom Hackfleisch ummantelt. So. Sandra, bei dir klappt alles? Sandra, wie ist es denn bei dir mit Fleisch? Isst du eher, sagst du, du isst eher viel oder eher wenig pro Woche? Gerne Fleisch auf jeden Fall. Gerne, ja. Ja. Kann auch mal vegetarisch sein, alles gut, aber schon mal ein nettes Stück Fleisch ist schon gut. Hast du da Favoriten, was du am liebsten isst? Irgendwie, keine Ahnung. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, okay, wunderbar. So, also so ein bisschen Gemansche jetzt. Ich habe das einfach Hackfleisch so ein bisschen flach gedrückt, das Ei da drauf gelegt und das so außenrum so ein bisschen angedrückt. Das sieht jetzt optisch nicht ganz so schön aus, aber wir packen das ja dann später noch in unseren Filotteig und dann sieht es auf jeden Fall richtig schön aus. So, also wie gesagt, ich matsche das einfach so ein bisschen platt, leg das Ei da rein, so, und versuche das einfach so ein bisschen da einzumanteln. Klappt das bei euch mit dem Einpacken, Farina? Yes. Sieht es bei dir auch so riesig aus? Das ist eine schöne kleine Kiste, ne? Ja. Ja, genau. So, also meine Riesenklopse sind fertig. Wir packen die jetzt noch ein bisschen schön ein, nämlich in dem Filotteig, wie ich ja schon verraten habe. Ich habe mal meine Hände vom Hackfleisch befreien. Der Jufka-Teig oder Filotteig, das ist so ein ganz, ganz dünner Teig. Ich zeig das mal, so sieht er aus. Er ist wirklich hauchdünn, ähnlich wie so ein Strudelteig, wie man den vielleicht auch eher kennt. Und da nehme ich jetzt immer 2 Blätter, die packe ich aufeinander und da drin packe ich dann die Ei-Hackfleisch-Klopse ein. Und da sollte man sich auch ein bisschen sputen bei der Zubereitung, weil der Teig, der trocknet sehr, sehr schnell aus und bröckelt dann eher. Also ja, man kann dann natürlich auch entweder diesen speziellen Filoteig nehmen, bekommt man auch oft ja, in türkischen Supermärkten, da wird er häufig verwendet für Baklava, eins meiner Lieblingsspeisen. Und ja, da kann man ansonsten, wenn man den nicht so leicht bekommt, auch wunderbaren Blätterteig zum Beispiel nehmen. Das geht dann nochmal schöner auf, ist auch super vom Geschmack, kann man auch nehmen. Oder eben ein Strudelteig, was ja auch dann schon eher verbreitet ist. Also wie gesagt, ich nehme dann immer 2 von diesen dünnen Blättern, dass das ein bisschen besser ja, haftet und auch dicker ist. Und dann lege ich einfach in die Mitte 1 von meinen Päckchen, schlage die einmal oben und unten ein, wie so ein Geschenk, drücke das noch so ein bisschen platt und dann schlage ich die beiden Enden einfach um, zack, und dann legen wir das später eben auf diese Nahtstelle. Quasi legen das so auf das Blech oben drauf, damit das dann schön oben aufgehen kann und unten zu bleibt. So, ich habe mir hier auch schon mal ein Blech nebendran gestellt. Da kann ich die schönen Päckchen dann direkt drauflegen. Das sieht so eingepackt schon viel schöner aus. So. Klappt das bei euch mit dem Einpacken, Emra? Wie sieht's aus? Ja, ich hatte jetzt Blätterteig und zwar. Da geht dann auch nur eine Schicht, ne? Das reicht dann, oder? Ja, genau. Ja. Hauptsache, das Ganze wird so ein bisschen eingepackt und backt dann quasi in diesem Teig dann. Dann bleibt es auch innen schön saftig und lecker. Farina, bei dir klappt das auch mit dem Einpacken? Ja. Also wir haben halt nur Blätterteig und glaube ich auch viel zu wenig. Aber wir machen das schon, ne? Wir improvisieren ein bisschen. Okay. Ja, beim Blätterteig, da ist es glaube ich auch einfach, weil man den ja so ein bisschen so fest auch außen rum packen kann. Also so, 2 Blättchen habe ich noch. Und das letzte packe ich auch noch ein. Also zwischendrin reißt der Teig auch so ein bisschen. Man sieht das vielleicht ganz gut hier. Chris, du kannst es nochmal zeigen. Der reißt dann hier so ein bisschen zum Teil ein. Das ist aber gar nicht schlimm. Wir schlagen das einfach mit ein. Also das backt ja dann später im Ofen nochmal hoch, genau wie hier. Das ist gar nicht schlimm, macht euch keine Gedanken. Wir schlagen das einfach so ein bisschen mit ein, legen das aufs Backblech
Und dann wird es ja gleich nochmal bestrichen mit Eigelb und Milch. Und selbst wenn es dann hier so ein bisschen aufplatzt, das macht gar nichts, das backt dann später im Backofen schön knusprig hoch. So, ich drehe einfach mein Brett mal um. Dann kann ich darauf dann den Kresse-Dip zubereiten. Emra, wie ist es denn bei deinem YouTube-Kanal? Du hast ja sehr, sehr viele Leute, die dir da eigentlich folgen, deine Videos anschauen. Seit neuestem auch mich. Ich habe übrigens einen super Trick bei dir gelernt. Gestern erst, muss ich mich nochmal bei dir bedanken, mit dem Dosenöffner diese eingeschweißten Packungen zu öffnen. Ja. Ich fand das auch immer, ich habe mich da immer zu Tode geärgert und habe mich immer gefragt, wieso man das so bescheuert einpackt. Aber der Trick mit dem Dosenöffner, der war wirklich top. Ja, ich denke gerade so Lifehacks, die kann eigentlich jeder gebrauchen. Also das ist schon ein sehr gutes Thema auf jeden Fall. Also ich presse jetzt hier meine Limette schon mal aus. Das kommt dann zum Joghurt mit dazu. Gieß das einfach so ein bisschen hier rein. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen weniger und probiere dann, wie mir das schmeckt. So, und hier könnt ihr natürlich auch gerne kreativ werden, was euch da gut gefällt in den Dip mit reinmachen. Verschiedene Kräuter oder ein bisschen was Süßes, getrocknete Früchte passen auch gut. Einfach ein bisschen Rosinen klein hacken mit dazugeben, so ein bisschen orientalisch, dann ist auch wunderbar. So. So, dann schneide ich die Kresse auch schon mal in den Dip mit rein. Ich habe einfach so eine ganz normale Schere und schneide diese Blättchen einfach da rein, lasse es direkt reinfallen und dann kann man es direkt verrühren, geht schnell und macht wenig Arbeit. Also dann machen wir nochmal unsere Strudelpäckchen, die bestreichen wir jetzt schon mal. Dafür brauchen wir so ein bisschen Milch und ein Eigelb. Also beim Eis, manchmal ist es ja auch schwierig, das irgendwie aufzuschlagen. Entweder macht man das so an der Brettkante oder an der Arbeitsfläche. Manchmal geht es auch nicht so gut, wenn die Kante nicht so eben ist. Man kann es auch wunderbar mit dem Messerrücken machen. Also wenn ihr kein gutes Brett habt oder keine Kante findet, kann man das auch mit dem Messerrücken so ein bisschen einschlagen. Das geht eigentlich auch ganz gut. So, und da brauchen wir jetzt wirklich nur das Eigelb. So. Und das vermischen wir dann mit der Milch und pinseln dann unsere Strudelpäckchen. Weil es gibt dann nochmal so eine richtig schöne Farbe auch. Dann backt das Ganze so im Ofen, wird es dann so schön gold, gelb. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen netter aus. So, also meine Strudelpäckchen sehen jetzt auch ziemlich groß aus. Ihr könnt natürlich auch das Ganze ein bisschen kleiner machen. Oder auch verschiedene Eigrößen gibt es ja auch. Also ich habe jetzt hier M-Eier genommen. Noch kleiner sind dann natürlich die S-Eier. Die werden ja immer so nach Gewichtsklassen unterschieden. So XL ist dann 73 Gramm und mehr. Und dann eben immer die Abstufung. M-Eier sind dann eher so 63 Gramm. Und dann eben immer weniger Gramm. Und könnt ihr natürlich auch S nehmen, dann ist es noch ein bisschen kleiner, wenn euch das zu viel erscheint. So, sind eure Päckchen auch schon alle eingepackt? Eingepackt, ja. Und das, die Glasur fehlt. Okay. So. Und dann streue ich, wie gesagt, einfach so ein bisschen Sesam oben drauf. Sieht nochmal schön aus und gibt nochmal guten Geschmack auch ab. So, einfach oben drauf. Ich mache das ein bisschen unordentlich, das kommt ja in den Backofen dann. So, und dann natürlich müssen wir noch unseren Dip abschmecken. Also ich habe da jetzt auch ein bisschen Salz dran und eben ein bisschen weniger von dem Limettensaft. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Schale von der Limette noch mit reinreiben, wenn ihr möchtet. Dann auf jeden Fall darauf achten, dass es eine Biofrucht ist und dass ihr die vorher noch mal heiß abwascht, weil die werden vorher mit so einer leichten Wachsschicht überzogen, um sie vor Transportschäden zu schützen. So, dann geben wir das Ganze in den Backofen, also wie gesagt bei 170 Grad Umluft ungefähr, dauert es eine halbe Stunde bis 35 Minuten. Aber da ich hier ein großes Team habe, die natürlich alle Hunger haben und keine halbe Stunde warten wollen, jetzt kommt dieser nette Spruch, ich habe da mal was vorbereitet. Ich weiß gar nicht, aber. So, und meine Päckchen kommen dann direkt rein in den Ofen.
und zwischendrin auch immer mal wieder in den Backofen reinschauen, nicht, dass sie zu dunkel werden. Falls sie zu dunkel werden, könnt ihr das einfach so wie ich hier mit so einer Alufolie abdecken, damit da nichts passiert. So, habt ihr euer auch schon im Ofen? Sandra auch? Gerade in den Ofen gepackt. Gerade in den Ofen gepackt, perfekt. Okay, Farina auch, Emra auch? Ja. Super. So, dann würde ich sagen, wir schneiden mal eins an, damit wir mal schauen, wie das von innen aussieht. Also man kann es jetzt entweder eben nur so schräg aufschneiden oder auch in so Scheiben aufschneiden, wie ihr wollt. Ich schneide es einfach so schräg auf, dann sieht das ganz nett aus. Ich krieg's gar nicht durch unten. Am besten nehmt ihr dafür auch so ein Brotmesser, was so Zacken hat. Dann geht es noch ein bisschen einfacher. So sieht das von innen aus. Tada! Wie so ein kleiner falscher Hase. Sehr schön. Ein Teller brauche ich. So. Und da machen wir ein bisschen von unserem schönen Kresse-Dip drauf. Meine lieben Kollegen, kommt doch mal alle rum. Wir machen mal ein nettes Foto. Und wie gesagt, Farina, das schmeckt auch super kalt. Also lass es einfach im Kühlschrank stehen. Wenn du mal nach Hause kommst, dann schmeckt das auch so noch ziemlich geil. Na, kommt alle her. Foto, Foto, Foto. Schnell, schnell, schnell. Sehr gut, sehr gut. Perücke noch richtig. Welches? Okay. Ist das deine Kamera? Ja, da rein. Oh, da. Ah. Oh, oh, schnell. Okay. Oh, zu spät. So ist es. Super. Ja, nehmt das schon mal mit. Ich verabschiede mich noch. Ich schneide die anderen auch sofort auf. Ja, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr heute mit mir gekocht habt. Und meine drei Gäste, Emra, Farina und Sandra. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum Kochen. Ich freue mich sehr auf euch und wünsche euch einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt hungrig. Ciao.